Hallo und herzlich willkommen mal wieder auf unserem Kanal. Für alle, die das noch nicht am Ende unseres Gartenrundgangs gesehen haben, den wir gerade gemacht haben vor kurzem. Video ist auf jeden Fall schon online, wenn ihr das hier seht, guckt da mal rein. Nochmal ein kleiner Hinweis, den ich euch jetzt geben möchte, auf den wahrscheinlich besten Kompost der Welt mit eurer Hilfe, und dazu kommen wir jetzt. Ja, warum der beste Kompost? Jetzt erkläre ich euch mal, warum ich das denke. Ich hoffe es jedenfalls. Und zwar haben wir hier nach Margarete Langerhorst eine Langzeitrotte angesetzt. Das erste, was ihr hier seht, sind hier Fichtenstämme in unterschiedlichen Größen. Das ist jetzt hier wahrscheinlich eher ein kleinerer, also von so bis so. Da haben wir hier immer 1,70 Meter lang, weil wir die eh noch hatten, drunter gelegt, so alle 40, 50 Zentimeter, einen Unterbau gemacht zur Durchlüftung. Und auf diese Fichtenstämme haben wir dann 30, 40 Zentimeter dick Reisig und dünne Äste, also sagen wir dünn im Sinne von 1 bis 3 Zentimeter dicke Äste mit ganz viel Laub auch dran. Hier schön drauf, eine richtig dicke Schicht, ja, die ist jetzt hier drunter, damit später die Luft rein zirkulieren kann. Weil so ein Kompost, der braucht ganz viel Luft, umso mehr, umso besser. Und er muss natürlich auch feucht gehalten werden. Deswegen hier auch diese Rasenschnittschicht hier von unserem Rasenmäher drauf. Einfach als Schutzschicht, wie so eine Haut, die sich drüber legt. Ja, was ist denn da jetzt drin? Den haben wir so aufgebaut, dass wir unten in der ersten Schicht von unserem Grüngutplatz und auch hier von uns, was wir so hatten, Kräuter und Grünzeug reingefeuert haben nach dieser Durchlüftungsschicht. Und darauf haben wir dann ja vor allen Dingen ganz viel Grünschnitt und ein bisschen Pferdemist und ein bisschen fertigen Kompost geschichtet in unterschiedlichen Stufen und immer ganz viel holziges Material von unserem Grüngutplatz mit rein, also dünne Äste immer wieder mit reingebracht, damit da auch immer wieder luftige Schichten mit drinne sind und sich das nicht so verdichtet. Genau, das haben wir im Herbst gemacht und jetzt kommt ihr, weil ohne euch wird es nicht der beste Kompost der Welt, denn es gibt Studien aus Amerika, das habe ich in unserem Podcast mit dem Professor Ralf Otterpohl erfahren, den könnt ihr auch nochmal gucken, findet ihr in unserer Permakultur-Podcast-Reihe, ich glaube die Nummer 14 oder 15 ist es, guckt mal nach, also mit Professor Ralf Otterpohl. Und zwar wird das hier ein Pilzkompost, deswegen so viel holziges Material. Und um ganz, ganz viel verschiedenes Pilzmyzel mit reinzukriegen, seid ihr jetzt gefragt. Das heißt, ihr könnt jetzt bei euch mal eine schöne Fahrradtour machen oder einen schönen Spaziergang oder eine Wanderung oder wie auch immer ihr das macht. Und nehmt ein kleines Gurkenglas oder größeres Gurkenglas mit und einen Teelöffel oder einen Esslöffel und nehmt ein paar Erdproben. Da, wo ihr denkt, dass es gut wächst, das heißt irgendwo an Waldrändern oder auf Wiesen, wo ihr denkt einfach, dass die Erde wirklich gut ist, und die schickt ihr uns zu. Adresse findet ihr auf unserer Homepage, Kontakt und so weiter. Schickt uns die einfach zu, und wenn wir, sagen wir mal in 4 Wochen, wollen wir das ungefähr machen, deswegen guckt mal, dass ihr es relativ zeitnah macht, werden wir dann hier unseren Kompost damit beimpfen. Das heißt, wir machen oben mit der Stahlstange alle paar Meter ein Loch rein, so jeden Meter, und gießen dann mit viel Wasser eure Komposte da rein, also eure, was heißt Komposte, eure Erden da rein, um diesen Kompost mit diesen Myzelien zu beimpfen. Und dann pflanzen wir dieses Jahr, weil der ist ja schon ein bisschen auch gerottet hier seit Herbst, pflanzen wir dann Zucchinis und Gurken und so weiter drauf. Denn diese Pilze brauchen beim Verrottungsprozess oder beim Zersetzungsprozess hier auch Zucker, und das kriegen sie nur über Photosynthese in Symbiose mit Pflanzen. Und wenn das Ganze dann hier nächstes Jahr im Frühjahr oder ja wahrscheinlich im Herbst oder nächstes Jahr im Frühjahr soweit ist, dass ich sage, der Kompost ist fertig, also ich kann euch nicht ganz genau sagen, wie lange es dauert, das beobachten wir dann, und wir werden es immer wieder schön feucht halten hier auch, also ganz viel Energie reinstecken, dann kriegt ihr euer Gläschen mit diesem Kompost hier wieder. Deswegen schön Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und so weiter, damit wir euch gut erreichen können, dabei legen. Und dann kriegt ihr nämlich dieses Gläschen wieder. Und mit diesem Gläschen könnt ihr dann entweder euren Kompost selber beimpfen und dasselbe machen. Und dann habt ihr nämlich diese gigantische Vielfalt an Pilzen schon drinne und habt quasi so einen Mega-Booster für euren Kompost. Oder ihr könnt damit eure Erde beimpfen, indem ihr einfach mit viel Wasser das flüssig macht, Löcher in der Erde oder mit der Hacke mal reingezogen, reingegossen und eure Beete damit beimpft. Und die Effekte sind enorm. Also genau, schaut mal den Podcast, dann wisst ihr wieso. Das wird hier jetzt zu lang, wenn ich das alles ausführe. Ja,
Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mitmacht. Also ist jeder zu herzlich eingeladen. Ja, das war's auch für heute schon gewesen. Und dann machen wir jetzt mit euch den besten Kompost der Welt hoffentlich zusammen. Macht's gut und bis bald. Ciao.